Hallo Leute, in diesem Video schauen wir uns einen weiteren Abschnitt des Alten Rheins an. Dieses Mal von Langquart bis zum Elhorn. Die direkte Folgestrecke des letzten Abschnitts, den ich hier vorgestellt habe. Man kann rechts direkt unter der Brücke einbooten, aber es ist etwas mühsam zum Wasser runterzukommen und lohnt sich nur, wenn man den letzten Teil des Katarakts noch mitnehmen will. Eine bessere Alternative ist am anderen Ufer etwas flussab. Der Ausstieg ist ebenfalls linksufrig gegenüber dem Elhorn, einem felsigen Hügel, der in die Talebene hineinragt. Die ersten 3 Kilometer sind gerade mit gelegentlichen Sandbänken zur Abwechslung. Dieser Teil endet mit der Brücke südlich des Kurorts Bad Ragaz. Der Abschnitt hinunter zur Bahnbrücke beginnt in ähnlichem Stil, aber etwas mit mehr Abwechslung. Und sie ist auch nicht völlig gerade. Die größten Schwierigkeiten sind um die Zug- und Autobahnbrücke. Während es immer Routen gibt um die größten Wellen herum, können auch diese bei viel Wasser Überraschungen bereithalten. Hier haben wir recht wenig Wasser von geschätzten 80 Kubikmeter pro Sekunde. Leider gibt es keine nützliche Messstelle in der Nähe. Nach der Autobahnbrücke beruhigt sich das Wasser wieder und die Ufer bleiben interessant bis zur Brücke von Flash. Von hier an wird es wieder gerade. Der Ausstieg ist oberhalb einer künstlich angelegten Gefällbremse auf der linken Seite. Er ist vom Fluss aus gut erkennbar gegenüber der Felswand des Elhorns, wo ein Weg vom Damm herunter auf den unteren Fahrweg führt. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!